Was ist im Freiburger Stadtteil Stühlinger los? Und wie offen darf man darüber überhaupt sprechen? Am Morgen haben sich Stadtverwaltung, Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendwerk getroffen. Sie wollen sich auf Probleme mit minderjährigen Flüchtlingen konzentrieren. 10 bis 20 Gewaltbereite werden in der Stadt vermutet. Sie sollen zum Großteil unerlaubt aus Nordafrika eingereist sein. So genau weiß man das alles nicht. Fest steht aber, dass zunehmend mehr Flüchtlinge nach Freiburg kommen. Sie werden in Verbindung gebracht mit den Vorfällen rund um den Stühlinger Kirchplatz. Jetzt haben sich Gemeinderäte eingeschaltet, wie Wendelin von Kageneck von der CDU. Es gehört zu unseren selbstverständlichen Pflichten, dass wir Flüchtlingen Herberge bieten, dass wir sie aufnehmen. Ausnahmslos, ohne Vorbehalt. Aber das steht natürlich unter dem Vorbehalt, dass diese Flüchtlinge kein Missbrauchsrecht von ihrem Aufenthaltsrecht haben und die Bevölkerung verunsichern mit Überfällen, Diebstählen und dergleichen. Das können wir und wollen wir auch gar nicht hinnehmen. Viele Flüchtlinge haben keinen Pass. Ihr Alter wird dann notfalls von Gutachtern geschätzt. Cornelisch McCabe von der grünen Alternative Freiburg ist verärgert über die ganze Debatte. Zu wenig sei über die Täter bekannt, für die Schlüsse, die jetzt gezogen werden. Es ist unklar, welche Nationalität die haben. Ob es eine Rolle spielt, weiß man nicht. Aber was wir wissen, ist, dass sehr viele Leute waren in letzter Zeit zum Beispiel in Deutschland ermordet wegen ihrer Hintergrund. Und dagegen ist ein Problem. Rassismus ist ein Problem in Freiburg. Und das sehen wir tatsächlich hier als ein Problem innerhalb dieser Diskussion. McCabes Vorwurf. Mit ihren Aussagen fördern andere Gemeinderatsfraktionen, aber auch die Polizei, rassistische Vorurteile. Heute haben die Polizei eine Pressemitteilung ausgegeben, in der sie haben gesagt, dass gestern waren 3 Personen festgenommen aus Breisgau-Hochschwarzwald für einen Überfall. Sollen wir jetzt Leute aus Breisgau-Hochschwarzwald unter Allgemeinverdacht stellen? Doch unter Allgemeinverdacht stehe niemand, sagt die Polizei und weist die Anschuldigungen zurück. In aller Deutlichkeit, dieser Vorwurf ist natürlich Blödsinn, wird die Polizei auf keinen Fall tun. Ich habe es vorhin auch genau so formuliert. Wir haben auch Nordafrikaner als Täter, aber eben nicht ausschließlich. Also jeder Rassismusvorwurf ist absoluter Blödsinn. Ob der Stühlinger überhaupt noch sicher ist, das ist zurzeit Stadtthema Nummer 1. Gerüchte machen die Runde. Ein Ermittler soll Bedenken geäußert haben gegenüber einem Pressevertreter. Die Polizei will ihre Präsenz im Stühlinger erhöhen, stellt aber klar: In Freiburg gibt es definitiv keine rechtsfreien Räume. Auch nicht den Stühlinger Kirchplatz. Wie wird es nun also weitergehen? Die meisten minderjährigen Flüchtlinge nehmen das Hilfsangebot der Stadt an, sagt eine Sprecherin. Verwaltung und Jugendwerk wollen enger zusammenarbeiten. Eins dürfte klar sein, wenn die jugendlichen Flüchtlinge tatsächlich aus Nordafrika kommen, dann werden die mit unseren sozialpädagogischen Betreuungsschritten nicht unbedingt abgehalten werden können von den Maßnahmen, die wir jetzt entdecken mussten. Die Polizei richtet jetzt eine neue Koordinationsstelle ein. Die Stadt ist zuversichtlich, dass sie das Problem in den Griff kriegen wird, stellt aber auch klar, ganz neu ist das alles nicht.